Hallo und herzlich willkommen bei einer weiteren Folge Gothic 3. Deine Grüße sind angekommen. Gut. Wenn du was über die Typen wissen willst, dann frag mich einfach. Am besten du erledigst das selbst. Trotzdem gefällt mir das ganz und gar nicht. Wenn er so weitermacht, wird das nie was. Tja, da haben wir ein mächtiges Problem. Hör bloß auf mit der Scheiße. Richtig, aber trotzdem geht das so nicht weiter. So. So, ich brauche Nordmacher Nebelgeist. Ich brauche Nordmacher Nebelgeist. Verstehe. Du warst bei Mojok. Ich hab nichts mehr. Alles weg. Wo kriege ich das Zeug? Geh zu Tippler, dem alten Brenner. Der stellt das Zeug her. In seiner Waldhütte, südlich von hier. Normalerweise säuft er das Zeug selbst. Aber vielleicht hast du ja Glück. Kann dir doch egal sein. Ich glaube, ich will das gar nicht. Südlich von hier? Ja, dann gehen wir mal gucken. Ah, das ist gerade, es hakelt ein bisschen, weil ja noch die Spielwelt lädt. Kurzwort Gulasch. Okay. So, südlich von hier. Dann müsst ihr hier. Guck mal, Heilpflanze nehmen wir auf jeden Fall mit. Schnapsbeere nehmen wir auch mit. Also die machen fast gar keinen Schaden mehr. Also ich muss sagen, die Scavengers, die machen wenig bis gar keinen Schaden mehr. Das ist schon mal gut. Also das mit den, also Schaden werden die natürlich noch machen, aber die machen halt nicht viel Schaden, so dass es mir so... Wow! Das ist dein Ende, Bestie! Au! Da! Da! Au! Da! Steck die Waffe weg. Gute Entscheidung. Ja, verschwinde von hier. Au. 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 Größe ist eben nicht alles. Ich brauche Nordmarer Nebelgeist. Ich habe noch eine Flasche. Die kannst du haben. Wie viel willst du haben?
Nun ja, ich bin zurzeit völlig pleite. Sagen wir 200 Goldstücke. Ich will deinen Schnaps kaufen. Hier, danke für das Gold. So, dann haben wir den Notmacher Nebelgeist, den haben wir jetzt. Dann nehmen wir einmal die 9, müssen wir da nehmen, gell? So, tut mir leid für die Unterbrechung hier. So, und wieder hoch. Also wir haben die Flasche Nottenmacher Nebelgeist. Dann können wir Dingsen, also zu den Typen hoch und den eine Flasche Nottenmacher Geist bringen. Der Ali, der dampft da auch noch hier oben rum. Hätte ich das gewusst, dass der das Zeug in der Truhe hat, hätte ich den gar nicht überfallen. Also, ja, shit happens, würde ich sagen. Ja. Also die Zustimmung von den Jägern habe ich ja auch. Ich könnte rein theoretisch nach Nordmark. Werde ich aber nicht tun. Halt, einen Schritt weiter. Ich bin Jäger, kann ich jetzt durch? Nur weil du Jäger bist, heißt das nicht, dass du überleben wirst. Halte dich von den Orks fern. Und von der großen Schmelze. Kapiert? Jetzt geh nach Nordmar und versuch zu überleben. Mach dir keinen Ärger, klar? Mach dich nützlich, Morra. Ich hab gedacht, ich bring den jetzt diesen Nordmarer Nebelgeist. Okay. Jetzt habe ich die Flasche für 200 gekauft und jetzt nimmt er die nicht, oder was? Mach dir keinen Ärger, klar? Ja, wir können ja nur... Ich bin mir sicher, du hast noch zu tun. Ich will in die Burg. Wir brauchen keinen... Wir brauchen Krieg. Was ist in... Khan. Er hat dort seine besten Krieger versammelt. Gemeinsam planen sie dort den Sieg über deinen König. Nein, wir wissen nicht, ob wir dir vertrauen können. Na toll. Ja. Entschuldigung. Entschuldigen Sie. Ja.
Bleibt ihr nur noch hier? Was kann ich hier gewinnen? Jeder Kampf kostet 100 Goldstücke. Wenn du gewinnst, bekommst du 150 zurück. Das ist nicht besonders viel. Das ist auch keine besonders große Arena. Was du deinem Gegner abnimmst, gehört ebenfalls dir. Noch was. Besiegst du meinen besten Mann, kann ich dir noch ein paar Tricks zeigen. Verstehe. Ich will kämpfen. Ich schicke dir Goran. Der dürfte genau deine Kragenweite sein. Ja. Jetzt werden wir sehen, wer der Stärkere ist. Leute, es gibt einen Kampf! Goran ist erledigt. Nicht schlecht. Wenn du so weitermachst, wird aus dir noch ein richtiger Gladiator. Ja, das Schwert ist gut. Ja, solange wie der sich erholt. Okay, hier ist ein Galgen. Das ist mir so noch nie aufgefallen, ganz ehrlich. Also, dass da ein Galgen hängt. Hier geht's nach unten. Da wollen wir nicht hin. So, da haben wir einen ersten niedergestreckt. Der arme Mensch. Lass mich. Gib mir einen Kampf. Willst den Orks wohl zeigen, was du auf der Pfanne hast? Geh in die Arena. Ich schicke dir Muff, aber sei vorsichtig. Er hat einen mächtigen Bums im rechten Arm. Dann zeig mal, was du drauf hast! Da! Schon! Da! 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 Das gibt's doch gar nicht. Ich sag mal so, noch zwei Kämpfer, dann haben wir's, gell? War Muff alles, was du mir schicken kannst? Schon gut. Vielleicht bist du einfach in der falschen Arena. Wenn du gegen wirklich gute Kämpfer antreten willst, solltest du in die Wüste gehen. Da kann man auch mehr gewinnen. Hier ist dein Gold. Mach dir keinen Ärger, klar? Ich will kämpfen. Mir gehen langsam die Leute aus. Nur Spike ist noch bereit, gegen dich anzutreten. Er brennt darauf, allen zu zeigen, wer hier der Boss im Ring ist. Wenn er meint? Allerdings kostet dich dieser Kampf 200. Der Sieger kriegt 300. Ich will gegen Spike antreten. Wie du meinst. Es sind deine Knochen. Viel Glück. Komm her! Oh. Leute, es gibt einen Kampf! Da! 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 Schon! Da! Ja, ich würde sagen, ein Kampf noch. Ich bin ja noch nicht Champion, oder? Spike ist Geschichte. Tja, du hast sie alle geschlagen. Für dich gibt es hier nichts mehr zu tun. Wenn du weiter Gladiator bleiben willst, musst du wohl weiterziehen. Wo ist mein Gold? Hier, 300 Goldstücke. Würdest du mich im Kampf unterrichten? Hm.
Okay, was nehmen wir denn? Also ich hätte gerne mal Schild parieren oder so. Bist du noch nicht bereit. Mir fehlt noch ein Stärkepunkt. Ist das dein Ernst? Musst du mich im Kampf unterrichten? Dazu bist du noch nicht bereit. Starker Schwertkämpfer. Ich will starker Schwertkämpfer werden. Kein Problem. Ein starker Schwertkämpfer prügelt nicht einfach nur auf seine Gegner ein. Er erkennt die Position des Gegners. Nutze den Schwung deines Körpers, nicht nur den deines Armes. Merk dir das und setze es um. Dann wirst du länger am Leben bleiben. Dazu bist du noch nicht bereit. Okay, fehlen mir 50 Punkte. Also 50 Punkte. Bring mir bei, wie ich mit einem Schild pariere. Der Weg des Schildes ist der Weg des Soldaten. Dann pass auf, dein Schild ist dein bester Freund. Also trage ihn immer bei dir. Er schützt dich gegen die meisten Attacken. Auch gegen Pfeile. Ah ja, noch eins. Der Schild gehört nicht an deinen Waffenarm. So, du bist in der Aufnahme, da klingelt's Handy ja. Dann kriegst du ja eine Nachricht nach der anderen, ey, echt. Dazu bist du noch nicht bereit. Okay, das wäre dann die nächste Stufe. Wie gesagt, wir verheizen ja nicht alles. Da kann ich auch vielleicht noch Liebeskunst ein bisschen leveln. Dazu bist du noch nicht bereit. Zeige mir den Umgang mit der Streitaxt. Ah. Pack die Axt fest mit beiden Händen. Und achte darauf, dass du einen sicheren Stand hast. Ein paar kräftige Schläge, immer auf den Körper, sollten reichen, um jeden Gegner umzuhauen. Mhm. Aha. Ich will die schwere Armbrust effektiver nutzen. Ah. Lerne die Geschwindigkeit von beweglichen Zielen einzuschätzen. Schieß in die Laufbahn deines Ziels, dann wirst du es treffen und es dadurch auch in seiner Bewegung aufhalten. Wenn du mehrere Ziele hast, dann verschwende keine Zeit, sondern nagel alle Ziele mit gezielten Schüssen fest und strecke sie abwechselnd nieder. Da gucken wir nochmal, schnell ins Charaktermenü. Armbrust, na gut, wollte ich eigentlich nicht leveln, aber ist egal. Die letzte Stufe Armbrust nehmen wir jetzt nicht. Schweren Armbrust. Wir können jetzt eine Streitäxte und Zweihänder führen. Eigentlich will ich ja das hier haben. Mit zwei Schwertern kämpfen, mit links und rechts ist bestimmt cool. Wir können jetzt ein Schild haben. Wir haben auch tatsächlich eins eingesackt. Wartet mal. Hier.
So, jetzt haben wir 24 Punkte noch hier gemacht. Jetzt muss ich noch irgendwas finden, dass ich in die scheiß Burg reinkomme. Dann sind wir nämlich mit dieser Stadt dann auch fertig. Erzähl mir was über... Einige Dinge werden sich niemals ändern. Ich sehe mich nochmal um. Irgendwann ist doch das vorbei. Was kann denn schon groß passieren? Ah, Kundschaft. Ich hoffe, du willst nicht in die Burg. Seit Khan hier in der Burg sitzt, lassen die Orks nämlich keinen mehr rein. Und? Das ganze Dorf ist voller Söldner, die in die Burg wollen. Die wenigsten schaffen es. Kommst du in die Burg? Klar, aber ich bin auch schon länger dabei als die meisten. Ich habe mir auf dem Schlachtfeld den Arsch für die Orks aufgerissen, ehe ich hier gelandet bin. Nach der großen Schlacht um Faring haben sie mir diesen Laden überlassen. Das ist mehr, als ich in der königlichen Armee je bekommen hätte. Kannst du mir helfen, in die Burg zu kommen? Klar kann ich dir helfen. Du kannst wie all die anderen in die Arena gehen und hier draußen versauern. Oder du kannst die drei wichtigsten Orks außerhalb der Burg direkt überzeugen. Ich kann dir bei allen dreien weiterhelfen. Das kostet dich jedes Mal 100 Goldstücke. Ist egal. Entschuldigung, wir haben's doch. Klingt fair. Klingt fair. Wen muss ich überzeugen? Nun, zuallererst Gorok. Er ist hier unten im Dorf. Dann Knarr. Er steht direkt am Zugang zur Burg. Mojok ist ein alter Säufer. Er ist Kommandant des Wachturms, oberhalb der Stadt. Wie bekomme ich Mojoks Zustimmung? Mojok ist ein alter Säufer. Bring ihm ein paar Flaschen guten Schnaps und er wird dich nicht ablehnen. Aber es sollte schon ein wirklich guter Schnaps sein. Was ist mit Gorok? Gorok hat hier die ganze Arbeit an der Backe kleben. Er muss dafür sorgen, dass es im Dorf ruhig ist. Hilf ihm ein bisschen und er wird dich unterstützen. Was ist mit Gnar? Schwieriger Brocken. Ich habe lange gebraucht, um herauszufinden, wie man ihn rumkriegt. Wie? Mit Fellen. Wolfsfellen, um genau zu sein. Bring ihm genug. Dann hast du keine Probleme mit ihm. Einige Dinge werden sich niemals ändern. Ich brauche Schnaps. Nordmarer Nebelgeist. Geh zu Flint. Er ist der Wirt. Ich habe keinen Schnaps. Das hat uns gerade noch gefehlt. Zeig mir deine Ware. Ja, dem werden wir das verkaufen. Das Rostige, das. Oh, 19 Stecker. Was haben wir denn hier noch? Schwere Armbrust. Wo können wir den? Magierstab. Ach, auf Magier gehen wir sowieso nicht. Die Helbarte kommen auch weg. Dann da, die weg. Obwohl. Ach, rostige Streitaxt. Da können wir noch zwei entbehren. Und können wir hiervon noch ein paar entbehren. Das können wir entbehren. Maximal Lebensenergie, maximal Mana. Ja. Ansonsten. Ich noch 3x3. 23x3. Richtig, aber trotzdem geht das nicht so weiter. Wiesenfell. Ja, da hat ja eigentlich Haushaltswaren. Das können wir denen geben. Und Dietrich Erz behalten wir. Den Goldpokal kann er haben. Ja, das kann man auch wegmachen. Die Keller kann zweimal weg. Clown. Oh. Treufell. Silberpokal kann weg. Wir haben auch noch 85 mal Schwefel. Die kann weg. Die Schaufel eine behalten wir. Oh. Alter. So, was hat der dabei? Das Wasser nehmen wir auf jeden Fall. Das nehmen wir auf jeden Fall.
Die Fackeln werden wir auch mal auf jeden Fall mitnehmen. Fläschchen, da können wir Schnaps brauen. Alles klar. Gold ausgleichen. Tauschen. Meine, ich habe jetzt mittlerweile 60.000 erwirtschaftet. Ja. Warum habe ich da unten Wasserflaschen drin? Ach, der will nur Trolle töten? Der Brauer, der müsste doch hier irgendwo sein, oder? Ja. Hast dich wohl verlaufen, was? Wie kommst du darauf? Bist hier ziemlich abseits von den Wegen und wie ein entlaufener Sklave siehst du nicht aus. Ich bin Tippler, ich wohne hier. Was machst du hier draußen? Eigentlich bin ich Jäger, aber die meiste Zeit verwende ich darauf, meine morsche Hütte zu flicken. Wenn's dann doch mal langweilig ist, genieße ich meinen selbstgebrannten Schnaps. Willst du mal kosten? Gib her. Hier, nimm. Aber sei vorsichtig. Das Zeug brennt wie ein Snapperfurz. Ich brauche Schnaps. Ich brenne den besten Schnaps der ganzen Gegend. Der brennt dir deinen Verstand raus. Wenn du willst, verkaufe ich dir ein paar Flaschen. Ich brauche Nordmarer Nebelgeist. Ein wahrer Kenner. Ich habe selbst nur noch eine Flasche. Den Rest habe ich verkauft. Kannst du neuen brennen? Natürlich, aber ich habe die Zutaten nicht. Ich bringe dir die Zutaten. Gut, hier ist eine Liste. Wenn du mir alles bringst, was auf der Liste steht, kriegst du meinen Schnaps. So, dann gucken wir mal. Was braucht er denn? Das war ja hier. Nee, oder wo war es denn? Hier. Notmacher Nebelgeist. Wir haben noch alles im Inventar. 13 Flaschen, Schnapsbeere, 7 Heilpflanzen. Ja, Heilpflanzen sind gerade ein bisschen mager. Schnapsbeere, nehmen wir mit. Vielleicht hat er aber auch coole Rezepte. Ich lass mir gleich mal die Dings zeigen. Die Viecher. Also mit Heilpflanzen? Ja, ich sag mal so, das stimmt schon, dass die überall wachsen, die Heilpflanzen, aber... gerne so 5-6 Flaschen oder so. Da ist noch Heilpflanzen. Irgendeiner Bedarf von den Viechern? Nein. Das alles für eine Feuernessel? Willst du mich verarschen? Keine Kiste, keine Truhe hier?
Okay. Da kann ich aber definitiv, ja, jetzt müsste ich glaube 10 haben oder so. Ja, nehmen wir die Schnapsbeeren noch mit. Ja, Blumen pflücken. Oh, da hinten ist doch noch eine. Ja, haben wir noch eine Schnapsbeere, nehmen wir auch mit. Ah, es sind Waldbeeren. Schade. Schade, schade. Oh. Kannst du mir zeigen, wie man jagt? Um ehrlich zu sein, ich bin ein bisschen eingerostet und muss mich um 1000 Sachen kümmern. Aber wenn du mir ein bisschen hilfst, kann ich dir zeigen, wie man mit dem Bogen umgeht. Okay. Hier sind schon mal ein paar Pflanzen. Gib her, die sehen gut aus. Gut. Gib her deinen Schnaps. Sehr gut. Mit dem Zeug kann ich gleich einen ganzen Kessel Schnaps ansetzen. Also, wir sind im Geschäft. Hier ist dein Schnaps. Zeig mir deine Ware. Was hat er denn hier noch? Rezept scharfer Pfeil? Kann ich den jetzt brauen oder nicht? Zehn im Inventar. 20 Schnapsbeeren. Also rein theoretisch könnte ich 2 noch brauen. Ich suche mir jetzt mal so einen Kessel hier oben in der Stadt und dann gucken wir mal. Ja, Trolle töten, das wird ein bisschen brenzlig, würde ich mal so sagen. Liegt hier rum. Ach, Holzfäller Axt. Also das wird jetzt ein bisschen brenzlig. Also zu 2 Trolle. Ja, das ist schon heftig. Kann man hier an die Kochzeile ran? Hier? Ja, gebratene Fleisch, nein. Was ist denn doch irgendwo... Wartet mal. Mission. Ich weiß nicht, ob du damit recht hast. Wo sind wir denn jetzt hier? Nordmara Nebelgeist. Trotzdem gefällt mir das ganz und gar nicht. Einige Dinge werden sich niemals ändern. Richtig, aber trotzdem geht das so nicht. Eine für ihn und eine für die Männer. Und dann müssen wir es haben. Dann müssen wir rein, müssen wir normalerweise in die Burg kommen. Wir probieren das jetzt einfach mal aus.
Aber wir gucken in der nächsten Folge erst, ob wir es schaffen. Okay. Dann. Ich bin mir sicher, du hast noch zu tun. Dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Macht's erstmal gut. Ciao, ciao.